Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Die Bierscherjagd ist in vollem Gange. Drei haben wir schon erledigt, der vierte ist noch hier. Ich glaube, der wird auch schon, wenn er jetzt gestorben ist. Ja, er ist gestorben. Ich verstehe das nicht so ganz mit dem Bierscherzahn. Das ist mir... Ah, da liegt er. Ist echt ein Item zum Looten. Ja, ich verstehe es schon. Es ist doch ein Item zum Looten. Ja, da gibt es jetzt einige Bierscherzähne. Gut zu wissen. Wir haben jetzt vier. Das sollte reichen. Für die nächste Zeit. Es war so dunkel, glaube ich, da habe ich die anderen nicht gesehen. Upsi. Gut, wir haben jetzt vier wunderbare Bierscherzähne. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Gelsack fehlt jetzt noch. Die Tarn nehme ich jetzt keinen mit. Gelsack fehlt jetzt noch und Rubin tatsächlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Hatten wir das schon mit dem Gelsack? Nochmal schon. Ne? Warte mal. Verwertbares. Na, Säurepilz, bla bla bla. Korallen, bla bla. Tiere. Aasfresser, Pflanzenfresser. Geologische Daten. Magnetit. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich möchte. Pflanzen. Pflanzen. Meer. Bla bla bla. Höllenbusch. Verwertbares. Das Säurebild, Schlingpflanze, Schwefelpflanze. Der Knollenbaum. Okay, da steht jetzt nichts. Ich werde jetzt dieses Gel-Dingens gebraucht. War das zum Ernten? Ich glaube, ne? Leuchtglobus, Schönfeilchen, Windblabla, Zeitkapsel. Okay. Warte. Das war, glaube ich, was zum Ernten, ne? Ich bin mir echt nicht mehr sicher und ich habe auch keine Ahnung, wo ich den... Oder ich Ahnung schon, glaube ich, aber vergessen. Wo ich den ersten Gelsack herbekommen habe. Ich glaube, das war Zufall. Hier haben wir ja die Säurepilze. Und ich dachte mir... Hier... Ah, ui. Ah, ja. Ja. Das klatscht gleich. Autsch. Ja, Entschuldigung. Meine Güte. Ich dachte mir, den muss ich hier von einem bestimmten Pflanzl ernten. Aber mir kommt vor, das war recht tief unten. Was haben wir denn hier? Kalkstein. Habe ich keinen Platz mehr? Doch, habe ich. Nimm's mit. Da ist auch noch was. Kupfer. Ich sollte meine Lampe auspacken. Was haben wir denn hier? Eine Kreatur. Hoppala, das wollte ich jetzt eigentlich zerstören, aber ist wurscht. Das ist nur ein kleines Ei. Nehmen wir mal mit. Vielleicht ist es ja was fürs Aquarium später. Genau, die Dinger hier habe ich gemeint. Ui, ist das ein Quarzi? Uiuiui. Ja, jetzt gleich wieder. Ein Quarz. Aua. Ja, das war eh jetzt wieder klar. War das hier die Hirnkoralle? War das das Gel? Hirnkorallenprobe. Aha, okay, na, das ist wieder was anderes. Ich nehme es einfach mal mit. Das war wieder was anderes. Ui, das sind Quarzis. Ganz viele Quarzis. Ein glücklich. Ui, 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 ui. Wie hab ich denn das jetzt wieder verdient? So viele tolle Sachen. Warte, ich schalte gleich Licht ein. So, jetzt ist es besser für euch. Zum Zuglubschen. Da oben ist auch ein Quarzi. Ein glücklich. Oh, I am glücklich. Da ist wieder ein Kreaturenei. Ich Tasche voll. Verdammt mich. Da war ich jetzt zu glücklich. Ich werde ein paar Röhrenkorallen wegtun. Dann habe ich wieder Platz. Ich werde das auch... Röhrenkorallenprobe? Ach so, heißt das jetzt mittlerweile so? Ach so. Aha. Jetzt nochmal so ein kleines Ei. Nehmen wir mal mit. Vielleicht kann ich dann mit dem Aquarium, falls ich es mal zusammenkriege, irgendwann in ferner Zukunft... Dann vielleicht draus was basteln. So,
Aber ich sollte jetzt mal langsam schauen, dass ich hier wieder rauskomme. Sonst könnte das für mich nicht gut ausgehen. Das ist wieder das Säurepilz, ne? Ja. Ganz genau. Hier war wieder. Hoppala. Der erwischt mich trotzdem. Das ist eine Frechheit. Das weiche ich eh schon so elegant aus. Mistviech. Naja, wenigstens verbrauche ich jetzt mal die Medikits. Die habe ich eh schon zu Tausenden bald. Schau. Das ist jetzt die Strafe, dass ich den Seegleiter nicht mehr mitgenommen habe. Ja. Oh, servus. Ich glaube, da muss ich vielleicht sogar noch tiefer, damit ich zu dem hinkomme. Da werde ich meine Motte brauchen, fürchte ich. Werde ich mal zurückschwimmen und mir die Motte wiederholen. Meine Seemotte. Und dann werde ich schauen, ist es so ein Gelsackkrieg. Ja, Luft holen, ich bin ja schon. Machen Sie sich nicht ins Hemd. Alles gut. Ich muss ja eigentlich sowieso nach Hause. Ich muss ja meine Sachen ausleeren. Und dann werden wir eine Tiefsee-Tour nochmal starten. Und hoffen, dass wir so einen Gelsackel kriegen. Ich muss halt ein bisschen suchen. Aber wird schon werden. Wird schon werden. So, da stinkt's. Da weich mal aus. Ja, ich habe sie ausgewichen. Bitte seien Sie nicht sauer. Ich bin ja schon weg. So, wo ist jetzt meine Motte? Bin ich dran vorbeigeschwommen, ich Trottel? Na, da drüben ist sie. Meine kleine Motte. Meine Seemotte. Guten Tag. Wir reisen nach Hause. Und dann müssen wir weitersuchen. Ja, danke. Wo ist jetzt mein Zuhause? Das ist jetzt da. Hier drüben. Nein, doch. Nein, doch. Oh. Genau, und da muss ich in tiefste Tiefen wahrscheinlich tauchen. Und schauen, dass ich so einen Gelsackel kriege. Ja, ja. I'm hungry. Der Bauch knurrt schon. Wir sind die Gleiter heim. Weil ich vielleicht doch meinen Riegel müssen essen, aber den will ich halt so gerne sparen. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie man den herstellt. Glaube ich. Wäre auch cool, wenn wir so ein Rezept hätten. Na, 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 na. So, lala. Ich glaube auch, hier wäre vielleicht auch eine Stelle für einen Gelsackel. Ich schau dann mal. Ich hoffe, ich krieg's recht bald. Das wäre schön. Ja, Flüssigkeit geht. Bitteschön. Ja. Ja. Wäre ja schade, wenn wir abnippeln. Bin schon weg? Bin schon weg? Was wollen Sie? Aha, Birscher. Jetzt habe ich die ausgerottet, sind schon die nächsten da, ne? Aber Birscherzähne haben wir jetzt genug. Die bringe ich jetzt mal in Sicherheit. Und dann, ja, brauchen wir nur noch Rubin. Nur noch ein Rubinchen und den Gelsack. Ich werde mal schauen, wo ich den Rubin her hatte. Das war, glaube ich, auch irgendwo ganz tief unten, kommt mir vor. Und, glaube ich, auch eine Portion Glück dabei. Und dann finden wir vielleicht auch passend dazu ein Gelsackel. Na, 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 na. Wenn ich jetzt hier mich hierhin parke. Geht das? Ja. Hihi, das geht. Ich wollte es mal ausprobieren. Jetzt können wir sie modifizieren eigentlich, ne? Dafür ist das ja gedacht, ne? Hihi, weil jetzt ist das ja offen hier. Seht ihr? Jetzt können wir hier Sachen einbauen. Das wollte ich nämlich auch machen, weil es mir gerade spontan eingefallen ist. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Das ist die Wahrheit. Ja? So, ich lagere jetzt mal. Es lädt. Moment. Machen Sie weiter. Sehr gut. So, das darf ich mal hier rollen. Dann würde ich sagen, das Titan noch reinschmeißen. Und dann werde ich, glaube ich, tauschen. Ich werde die Schubkanone doch wieder mitnehmen und lieber das reintun. Dann habe ich noch Platz.
Da hätte ich auch noch ganz wenig Platz. Ah, da werden wir die Monsterdinger reintun, die Kreaturenkugel. Bis ich mal ein Aquarium habe, ich hoffe, das stirbt bis dorthin nicht. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Was hatte ich hier mal drinnen? Kupfer, Gold, Silber, KGS. Genau. Platz habe ich eh keinen. Das Medikit ist wieder fertig. Perfekt, nehmen wir gleich mit. Dankeschön. Hier nehmen wir auch gleich ein paar mit. Das reicht, glaube ich. Dann werde ich hier die Zähnchen bunkern, ausnahmsweise. Den Glubschi müssen wir jetzt mal kochen. Na, hier. Ja, wir haben eh recht viel Salz. Also machen wir den gebökelt. Kann ich mir... Ah ja, die Röhrenkoralle, da habe ich eine zu viel weggetan. Moment. Kein Problem. Ich glaube, Salz habe ich noch, ne? Ja. Machen wir uns noch schnell was zum... Hoppala, zum Saufen. So. So, so und so. Dann das normale Glas kann ich herstellen. Das möchte ich aber... Doch, das brauche ich schon. Genau, für das Spezialglas. Kann ich gleich mal herstellen. Zwei, glaube ich, brauche ich. Brauche ich da jetzt eines oder zwei? Ich glaube, eins nur, ne? Das ist echt übel, ist das. So, dann tun wir mal essen. Mahlzeit. Trinken auch gleich. Huch, ich glaube, es wird finster. Scheiße. Ich glaube, da wurde es finster. So. Dann können wir hier noch bauen. Also Lithium fehlt. Okay, das hole ich mir schnell. Dann kann ich das ja auch noch schnell verstärken. Einmal. Wo ist es denn? Habe ich das nicht hier? Nein, dann ist es hier. Hier haben wir das Lithium, genau. Lithium und ein wenig falsch. Ein wenig falsch, genau. Ein wenig Titan. 1, 2, 3. So, ich verdrück mich die ganze Zeit. Und jetzt da. Bauen wir das auch noch schön. So. Passt. Jetzt wird sich wohl hier keiner mehr aufregen. So. Gut, das Fenster hätte ich mir sparen können eigentlich. Das Fenster hier hätte ich mir auch sparen können. Könnte ich später noch verändern. Weil dafür habe ich eh die hier. Das sieht man eh mehr als genug. Da drüben ist noch was zum Bauen. Aha, weil Titan fehlt. Titan, Titan. Dann baue ich das auch noch schnell. Und dann, wenn es wieder Licht wird, ich werde, glaube ich, noch ein Solardingens bauen müssen, aber in der Nacht bringt es mir halt nichts. Ich brauche da eine Alternative. Ich bräuchte so eine Batterie für das Ganze. Was wollte ich jetzt? Titan wollte ich jetzt. Ich wollte einen Titan haben. Das da. Und ich will Wasser machen. Geht ja nicht. Ist ja ohne Strom. Dann bauen wir das zuerst fertig. Dann müssen wir halt warten. Meine Güte. So, Konstruktion. So. Und fertig bauen. Tada! Wieder verstärkt. Passt. Das sollte jetzt mal für einen Moment halten. Jetzt müssen wir halt warten. Ich brauche Luft. Ui! Da ist kein Strom. Somit gibt es ja auch keine Luft. Wo ist meine Motte? Ja, ich hole halt so Luft. Wo habe ich denn meine Motte gepackt? Nicht da, wo es sie sein sollte. Hä? Bin ich jetzt komplett doof? Achso, ich bin... Ja, natürlich bin ich doof im Tauchdock drin. Weil ich sie dort nie packe. Alter. Mann, ey. Zocki. Ist ja schon gut. Ah, jetzt haben wir wieder Strom. Gott sei Dank. Alter, ja, ich schäme mich eh schon. So. So, das wollte ich mal einbauen. Genau, die Seemottensachen. Da haben wir, glaube ich, 4 Stück oder so. Ah, warte. Maschineneffizienzmodul. Verwertet Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Ja, ich glaube, das nehmen wir auch dafür. Das können wir, glaube ich, eh wieder ausbauen, wenn wir es mal für den Krebsel brauchen sollten. Genau. Ist schon wieder hier fertig? Na, dauert noch.
So, dann schauen wir mal, wie das klappt mit unserer Seemotte, ne? Die Kamotte-Motte. Hallo. So, ich will das jetzt mal machen. Und zwar kommt rein das Tiefseemodul, dann Seemotten Perimeter Abwehrsystem. Ah ja, generiert ein örtlich begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Das ist gut. Dann Solarladegerät lädt die Energiezelle der Seemotte im Sonnenlicht auf. Das ist sehr schön. Verwendet die Abwärme, genau, zur Reduzierung von Energieverlust, genau. Also entweder oder eigentlich, ne? Aber ich kombiniere es jetzt mal, weil ich es einfach habe. Dabei habe ich eh nichts anderes. Ich glaube, das ist cool. Jetzt haben wir mal Batteriesparmodus drin. Ne? Ist ja auch fein. So. Gut. Hoppala. Ups. Ich meine natürlich. Was machst du da? Du sollst hier raufklettern. So, ich will das Wasser jetzt noch schnell machen. So, dumm, 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 dumm. So, einmal köstliches desinfiziertes Wasser. Für mich Kupferdraht brauche ich nicht. Ist hier noch irgendwas interessant? Taschenlampe brauche ich nicht. Gut. Dann können wir hier... Wo habe ich denn her? Das ist halt echt. Das mit dem Gelsack, das, ja, das hätte ich halt schon gern. So, dann lasse ich das noch hier. Das Glas lasse ich noch hier. Das noch. Mehr geht sie dabei eh nicht aus. Jo. Würde ich sagen, ist so ganz gut. Ganz okay. So. Dann können wir unser Mötchen ausprobieren, ne? Auf der Suche nach Gelgeschichten. Jetzt, wenn wir das Tief-Dingens da haben, Stufe 3, dürfen wir jetzt eigentlich... Integrität. Ist es verletzt? Warte mal. Muss ich es reparieren? Na, oder? Obwohl. 100%. Okay, das ist damit gemeint, dass es, wie stabil es ist. Und jetzt, Plätsch! Das ist lustig. Danke. Also unsere Garage ist schon cool. Gefällt mir. So, genau. Das war hier das Dingens. Genau. Zum Aufmotzen unserer Motte. Sehr gut. Mit Sonnenlicht. Das heißt, wenn es hell ist, müssten wir immer volle Energie haben. Gut. Also wir gehen jetzt auf die Suche. Ja, wir können 900 Meter tief tauchen. Sehe ich gerade. Oh. Ich habe jetzt vielleicht mit 100 Meter gerechnet, ne? 100 Meter mehr, aber 900 ist geil! Ja, leg mich am Buckel. Jetzt können wir... Wo ist denn die? Die 300 Meter tief ist die da. Die Rettungskapsel können wir uns mal anschauen. Vielleicht ist da was für ein Zyklopen dabei. Oh mein Gott, Planänderung. Planänderung. Wir schwimmen sofort dahin. Ich bin jetzt echt gespannt. Essen habe ich mit, trinken habe ich mit. Passt. Wir schwimmen da jetzt, also wir fahren da sofort hin. Und das will ich jetzt anschauen. Vielleicht habe ich echt Riesenglück und ich finde was für einen Zyklopen. Vielleicht ein Zyklop selber wäre schon mehr als wie cool. Ich habe jetzt was mit Blitzen. Wenn du mich angreifst, kriegst du einen Schlag. Das ist schön. Das ist schön. Das gefällt mir. 900 Meter ist halt echt schon was Cooles. Oh, da muss ich rüber. Muss ich schon sagen. 900 Meter, mit dem kann man was anfangen jetzt. Da können wir richtig cool... Da können wir uns jetzt auch, weil das ist nur 800 Meter tief. Hoho. Das schaut verdächtig aus. Bist du Schrott? Ja. Es schaute verdächtig aus. Du bist auch nur normaler Schrott, ne? Ja. Ich wollte es nur mal klubschen. Wir haben keinen Energieverbrauch. Ich bin so froh. Ich bin so froh. I'm happy. Wirklich. Wir können jetzt dann auch normalerweise diese Quest weitermachen mit dem, mit den Aliens. Weil da musste man, glaube ich, 800 Meter tief tauchen an einer Stelle, ne? Das ist jetzt ja mit unserem Modul hier überhaupt kein Problem mehr. Oh, ich freue mich. Wirklich wahr. Servus. Schau mal, was ich kann. Ich kann ganz tief tauchen, ohne Probleme. Und ich fahre alles über den Haufen. Schau, was liegt... Au, au!
Au! Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Ein Aurora drum. Was haben wir hier? Ist das eine Tür zum Öffnen? Ich glaube, hier sollte ich mal aussteigen, hä? Mein Glück probieren. Kann ich hier? Kann ich hier? Ich hätte... Warte, ich muss zuerst. Das möchte ich gerne... Mann, jetzt mach mit. Muss warten, bis es ein bisschen ranzoomt. Dann nimmt das erst. So, jetzt. Ich will probieren, ob ich das auflasern kann. Nein, das ist nix. Wie schaut man hier aus? Kann man hier irgendwas machen? Hier kann man nur runter. Okay, das muss jetzt nichts heißen. Aber eine Tür? Au. Eine Tür in dem Sinne gibt es hier nicht. Von oben vielleicht zum Reintauchen? Auch nicht wirklich. Ja. Okay, das ist dann hier eigentlich nix, ne? Meine Nase juckt, Entschuldigung. So, auf der anderen Seite kann ich noch schauen. Ich werde dann auch gleich meinen Riegel verputzen. Schlingpflanze, schön und gut. Hier ist auch nichts, ne? Nein. Hier wäre was. Okay, ich habe was gefunden. Warte, ich muss nur... Boah, kann ich hier noch durch? Muss ich da ganz rundherum? Okay, hier unten durch kann ich. Ich parke mich mal kurz auf die andere Seite hin. Weil wenn ich dann... Au, wenn ich dann hier raus bin... Ja, ja, Alter, ist schon gut. Wenn ich dann hier raus bin, wollte ich sagen, dass ich dann schnell Luft krieg wieder. Ich muss noch vorher meine arme Seemotte reparieren. Die hat jetzt gelitten wegen mir. Das ist jetzt nur das Konstruktionswerkzeug. Ich brauche das zum Reparieren, bitte. So. Und zack. Passt. So, dann probieren wir unser Glück. So, ich packe gleich meinen Scanner aus. Kann ich hier rein? Danke. Wow, was haben wir denn hier? Eine Tatenbox. Aha. Okay. Beschädigtes Kabelreparaturwerkzeug. Okay. Nehmen wir mal. Dann geht vielleicht die Tür auf. Und jetzt? Ha? Yes! Sehr gut. Das schon mal zu dem. Ich glaube, ich brauche eine Taschenlampe. Um zu sehen. Signalbojenfragment. Ja, das fehlt mir auch noch. Tada! Signalboje. Da gibt es jetzt Titanium nochmal. Ja. Sehr gut. Und nochmal Taschenlampe. Bevor ich hier runtertauche. Was ist das? Seegleiterfragment. Habe ich noch Platz? Ja. Dann kann ich Titan ein bisschen sammeln, das geht schon. Ich werde dann noch, bevor ich hier runtertauche, durch das, durch die Tür, noch einmal fix Luft holen gehen. Glaube ich. Was haben wir hier noch? Seegleiter? Signalboje. Okay. Gut, gut. Gut, gut. Mal schön klupschen rundherum. Ich glaube, das war's dabei. Was haben wir hier? Mobile Fahrzeugstation. Okay. Nehmen wir auch mit. Das ist alles Titanium. Was war da? Nochmal. Mobile Fahrzeugstation. Genau. Gut, dann würde ich sagen... meine Motte. Ja, sofort. Bitte regen Sie sich nicht auf. So, dann werde ich meinen Riegel verputzen. Ja. Und Wasser trinken. Ein Wasser kalte ich mir auf. Glaube ich, ja. Und dann probieren wir nochmal unser Glück. So. Oh, das war zu tief. So. So und so und so und so. So, da sind wir schon. Was haben wir hier? Gravitationsfragment. Fallenfragment. Gravitationsfallenfragment. Das haben wir auch schon. Okay. Mobile Fahrzeugstation nochmal. Aha. Da ist keine Tür mehr für uns. Ich brauche Licht.
Was ist da? Stasi-Gewehr. Ich schau nur kurz. Sonst ist hier scheinbar nichts mehr, ne? Ja, ist ja wurscht. Sonst kennen wir das halt auch noch. Es ist ein bisschen dunkel jetzt, aber ihr habt das eh gerade gesehen. So. Stasi-Gewehr! Jetzt können wir das auch schon. Hurra! Ich sag das so, ja, ist halt das da, ne? Da ist es eh eine tolle Sache für uns. Yippie. Das war jetzt, glaube ich, so... War das jetzt dieses Ding? Was soll ich sagen? Was wollte ich sagen? Ist das dieses Ding, womit wir die Tiere hier abschrecken können? Betäuben, unter Anführungszeichen? Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Muss ich nochmal durchlesen. So, also rein hier. Aber können tun wir es jetzt, glaube ich. Baupläne. Genau, Stasi-Gewehr. Lässt psychische Objekte erstarren. Ja, genau. Paralyse. Genau so, in der Richtung. Genau. Genau. Und das... Ja, dann rempelst mich halt an. Und das andere, was wir gelernt haben, war jetzt weiter unten, glaube ich, ne? La, 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 la. La, la, la. Leider nichts für einen Zyklopen, aber wurscht. Mehrzweckraum, den hätte ich auch noch gern. Aber immerhin wird ja schon. Schön langsam kriegen wir es hin. So. Ich glaube, das ist passt schon. Okay. Gut, gut. So. Hoppa, langsam. Gut, der ist jetzt abgehakt. Eigentlich. Das heißt, 300 Meter. Noch immer. Nach wie vor. Aber weil ich es gerade gesehen habe, das Wrack, musste ich jetzt schnell hin und mir das anschauen. So. Duck. Ich fahre immer irgendwas über den Haufen. Was ist hier drin? Was bist du? Das Stasi-Gewehr vielleicht noch? Warte, ich muss ein bisschen zurück. Das ist zu viel. Ist das auch ein Stasi-Gewehr? Laserschneider-Fragment. Aha, das haben wir aber, glaube ich, das haben wir jetzt auch schon, weil Laserschneider geschneidert, geschnitten haben wir schon. Auf der Aurora. Laser geschneidert haben wir, jawohl. Okay. Ich schau nur kurz, da hinten wäre Salz. Das kann ich jetzt fast nicht stehen lassen. Salz kann man nie stehen lassen, eigentlich. Gibt es noch mehr Salz? Ja, da oben. Das kann ich nicht stehen lassen. Das ist einfach viel zu wichtig für unser Überleben. Was bist du? Schrott, oder? Bioreaktorfragment. Alter, was ich für ein Glück habe gerade. Achso, das haben wir schon. Aber trotzdem, jetzt wäre das einfach mal so random dargelegen, ne? Hier drinnen auch irgendwas? Das ist jetzt auch nur dieses Laserschneide-Ding, ne? Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, was ich jetzt eigentlich wieder für so ein Zocki-Glück habe, eigentlich, ne? Da vorne ist, glaube ich, ein Quarz. Den verschmähe ich auch nicht. Alter Schalter. Wieder mal so richtig typisch Zocki-Glück. Mehr Glück als Verstand. Wieder mal. Krass. Ich dachte mir, das ist jetzt... Schaut jetzt ein bisschen komisch aus für ein Schrottteil. Ja, aber pff, cool. Man muss sich halt wirklich extrem umschauen, gell? Das muss man halt schon sagen. Hier vielleicht auch immer, wenn man solche Dinger hier sieht, am besten, es ist tatsächlich in Maschinen, also ein mobiles Fahrzeug-Dings ist drin, glaube ich, ne? Ja. Habe ich noch Platz? Na, nicht wirklich mehr. Lass ich mal. Für den Fall, dass noch irgendwas Salzmäßiges hier wäre. So, bin ich hier unten? Nein, hier drüben. Da unten ist es. Wahnsinn. Echt krass. Ich hoffe wirklich, dass ich richtig Glück haben kann und darf. Da ist auch wieder was drin. Was haben wir hier drin? Mobile Fahrzeugstation. Okay. Da ist aber ein Salz. Das nehme ich gern mit. Da vorne ist ein Quarz. Den nehme ich auch gleich mit, weil ich ihn gerade so schön sehe mit dem Licht. So, wieder einsteigen. Und dann schauen wir uns noch... Wahrscheinlich bin ich jetzt eh zu voll. Das wäre auch nicht das erste Mal. Hier wäre auch wieder was.
Es ist aber leer, glaube ich jetzt, ne? Mir kommt vor, es ist leer, ja. Ja, wer knurrt denn hier? Hier gibt es aber keinen Knurren, die Herrschaften. Bumm, wieder irgendwas über den Haufen gefahren. Da ist auch leer. Ja. Da vorne ist ein Titan, das dürfte unseres sein. Und ich glaube, da vorne ist das Dingens, genau. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht können wir hier noch was lernen auch. Und schauen uns die Rettungskapsel an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Dum, 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 dum. Was wollen Sie? Auf Wiedersehen.